Herzlich willkommen zurück zu Party Hard. Und das ist in der Tat auch hart für mich. Oh, das war so knapp. Okay. Ich wurde schon gesehen. Was ist los, verstehe ich immer noch nicht. Oh mein Gott, wie ist der umgefallen? Jetzt halt auch keine Skrupel, ne? Fällt die einfach um. Guck mal, da oben haben wir einen Typen. Lol, die hat die umgetreten. Mörder! Was ist das? Gift? Oh, nice. Ach, ich kann ja noch so ein Dingsy manipulieren. Manipulieren! Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Noch einen Vergifteten hier. Alter, unten rechts. Die bläst ihm ein. Sie haben nichts gemacht! Die falsche Taste gedrückt. Ah, ich muss mich mal anders hinsetzen. Also, so nicht. So. Ich komme jetzt erstmal den Koffer da hinten. Ich will eigentlich Enderal spielen. Ich liebe dieses Spiel. Ich suchte das so hart, ne? Falls jemand das nicht kennt, das ist ein Mod von Skyrim, so ein neuer, der ist kostenlos. Hat ich gesehen?
Nee, oder? Ich war ja in der Rauchbombe. Sie sind verhaftet! Das Rauchbomben-Symbol oben links. Muss ich das jetzt erst aufladen oder wie verstehe ich das? Wie darf ich das verstehen? Oh. Glaub schon. Ich dance hier einfach nur. Spinde, du bist uncool. Oh, der Bodyguard ist richtig angepisst. Jetzt ist es weg. So, jetzt gehe ich zu meinem Friend. Kann ich da irgendwie dann vorbeikommen? Oh, jetzt habe ich wieder Gift gekriegt. Also ich kann die Bodyguards nicht vergiften. Entschuldigung. Einen falschen vergiftet. Nein! Ich bin mega konzentriert, sorry. Betäubungsbombe. Alles klar. Oh, und die Musik wird langsam leiser. Oh mein Gott, der Bodyguard ist down. Weg hier. Scheiße. Aber ich habe eine Betäubungsbombe habe ich noch. Ich brauche noch 20 Leute. Und voll viele, Mann. Dieses Level ist so behindert. Tut mir leid. Irgendwie sind gerade drei gestorben. Sehe ich das richtig? Was willst du von mir? Du kannst meinen Style nicht klauen. Irgendwas explodiert, oder nicht?
geht's ja los mit der Polizei. Das Ansehen! Zehn Leute. Wenn ich Glück habe, wird er da unten. Nein, habe ich nicht. Petzer. Ah, schön von der Gruppe absondern. Voll geil, dass sie die zuerst umtritt. Ich könnte auch einfach so ein aggressives Mädel sein. So, das sind die letzten, oder? Fahren so Autos vorbei. Boah, die killt die gerade. Aber keiner merkt das. So, irgendjemand. Ah, der pennt da noch. Ich voll an dem vorbeigelaufen. So. Endlich! Ah. Miami Party. Am Arsch. I didn't catch them in Miami. I didn't even visit the scene. Why was that, Mr. West? Tired, I guess. I'd been chasing this nut job for months by that point, and now that Katie was confirmed to be in his company, it was a lot for one man to take in. How did you think Katie was involved, Mr. West? She was always one to be driven by danger, correct? It's a strange, fucked up situation you're in if you're hoping, praying that your own daughter had been snatched away by a madman. It was better than the alternatives. It must have crossed your mind that Katie was, in fact, the killer all along. It would have been clever, really. Faking her own death to escape an abusive father. How was your relationship with your daughter, Mr. West? God damn you. God fucking damn you.